Einen wunderschönen guten Abend hier. Willkommen im Aselektroniker Center Linz zur Weltpremiere von Elitecard Architektur. Herzlich willkommen hier zu unserer Premiere und Vorstellung unserer Software. Ich darf hier im Raum, obwohl wir eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, viele Gäste begrüßen. Ich begrüße alle unsere Kunden, ich begrüße unsere Händler und unsere Kooperationspartner und freue mich, dass Sie persönlich gekommen sind. Viele konnten heute nicht anreisen, deswegen werden wir diese Präsentation auch per Videostream übertragen. Das aktuelle Zeitalter, in dem wir leben und die Situation, die wir gerade erfahren, steht sicher auch ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Faktor. Ohne sie gäbe es kein Homeoffice, ohne sie gäbe es keine Kommunikation über Entfernung und ohne sie wären viele Bereiche des täglichen Lebens viel schwerer zu meistern. Wir sind auch etwas stolz, mit unserer Software einen Teil in diesem Schritt beitragen zu können, indem wir einen Teil ganz allgemein in der Digitalisierung beitragen und ganz speziell in der Digitalisierung der Baubranche vorantreiben können oder weiterentwickeln können. Und wir freuen uns jetzt ganz besonders auch, dass wir vielen unseren Kunden auch die Möglichkeit geben, ihre Arbeit mit Elitecard im Homeoffice weiterführen zu können. Heute ist wieder ein besonderer Meilenstein in der Geschichte von Elitecard, nämlich genau die Version 15, die wir heute vorstellen. Und ich denke, es gibt keinen besseren Rahmen als das Deep Space hier im Aselektroniker Center mit einer 16x9 Meter großen Leinwand. Ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte auch nicht so viel verraten. Ich würde einfach sagen, lassen wir die Show beginnen und möchte Sie alle bitten, nun im nächsten Schritt die Brille aufzusetzen, die 3D-Brille. Wir werden mit einer Präsentation einer Punktwolke beginnen und ich darf bitten, umzuschalten. Wir sehen hier die Linzer Eisenbahnbrücke über die Donau. Diese Brücke wird hier live visualisiert. Im Hintergrund steht jemand mit einem 3D-Controller und bewegt sich interaktiv durch das Modell durch. Die Brücke wurde im Jahr 1900 eröffnet und ist für den Eisenbahn- und Individualverkehr gebaut worden. Sie wurde aber, wie die Linzer wissen, 2016 abgetragen und hier noch einmal erfasst. Grund war, dass die Salzstreuung Schäden verursacht hat und die Renovierung zu hohe Kosten verursacht hat. Die Aufnahme erfolgt mit Laserscannern. Wir sehen hier auch einige Laserscanner auf der Brücke stehen. Das ist ein Gerät, mit dem rundherum ein Laserstrahl ausgeschickt wird, wo die Punkte über die Entfernung erfasst werden, der Farbwert dazu. Hier sind 150 Standorte verwendet worden, um die Brücke zu digitalisieren. Sie hat 375 Meter, ist eine Fachwerkkonstruktion aus Stahl, wie man sie heute in Österreich nur mehr sehr selten findet. Und diese Daten der Laserscanner werden dann zusammengespielt, wurden hier speziell aufbereitet für das Aselektroniker Center und kann man hier interaktiv begehen. Ja, ein erster Eindruck in eine 3D-Punktwolke und das führt uns gleich über zum nächsten Thema, nämlich ein wichtiger Punkt ist die digitale Bestandsaufnahme der realen Welt. Sie dürfen die Brille wieder abnehmen. Nämlich, wie kommen 3D-Daten in ein 3D-Modell? Wie führt man das über? Und eine Anwendung, die viele Möglichkeiten eröffnet, ist die Erfassung per Laserscan, per Punktwolke. Es ist nicht so, dass wir, das können wir schon lange Zeit, ist nicht neu. Und auch viele unserer Kunden nutzen das bereits, auch für außergewöhnliche Anwendungen, ob es jetzt zum Beispiel die Erfassung eines Bergwerkstollens ist, bevor sie versiegelt wird, oder für die Befahrung von Eisenbahntunneln, um Kollisionsprüfungen durchzuführen oder um Trassierungen von Straßen- oder Schienenprojekten durchzuführen, wie das zum Beispiel mit dem Produkt Geopark von unserem Partner GeoDigital, ein Aufsatz auf Elitecard, schon lange möglich ist. Viel wichtiger ist eigentlich die immer stärker werdende Nutzung im Hochbau, um ein Gebäude zu erfassen,
Auch da geht es um historische Dokumentationen, zum Beispiel auch für die Brücke, aber auch um Gebäude zu erfassen, in ein 3D-Modell überzuführen und für Sanierungen oder Umbauplanungen. Wie kommen diese Daten jetzt ins Modell? Wie gesagt, sind das Punktwolken. Wir sehen hier so einen Laserscanner der Firma Leica, mit der wir auch zusammenarbeiten. Diese Scanner erzeugen Formate, Datenformate, wie das Format E57. Das können wir jetzt neu importieren. Und das kann nicht nur Leica, sondern es können auch die anderen Hersteller wie Riegel oder Trimble ebenfalls. Eine andere Art der Aufnahme sind sogenannte LiDAR-Daten. Die passieren durch Flugzeugaufnahmen, ebenfalls per Laserscanner, wo der Boden gescannt wird und mit Orthofotos dann überein in Stimmung gebracht wird. Und das LAS, LAZ-Format, das können wir dann übernehmen. Wir schauen uns jetzt konkret an, wie so eine Überführung in ein 3D-Modell erfolgt. Und da haben wir einiges dazu entwickelt, um diesen Prozess noch besser und noch einfacher machen zu können. Wir öffnen als erstes eine Punktwolke. In diesem Fall ist es eine Textdatei, 2,6 Gigabyte. Da stehen schon einige Millionen Punkte drinnen. Üblicherweise wird es in Meter erfasst. Dann kann man auch noch aufgrund der großen Datenmenge auch die Menge reduzieren, einen Filter setzen und wer will, kann auch die Farbwerte übernehmen. Muss man nicht, kann man. In unserem Fall übernehmen wir die Punkte als Schwarz-Weiß-Wolke und das ist jetzt ein Innenraumscan und Sie wundern sich vielleicht, was diese Punkte außen bedeuten. Das geht durchs Fenster durch, das heißt, es werden viele Punkte erfasst, die nicht erforderlich sind. Im praktischen Prozess möchte man diese gerne eliminieren. Dazu können wir die Punkte auch wählen und bearbeiten. In unserem Fall selektieren wir hier einen Bereich, der uns nicht interessiert, wählen die Punkte, die werden sofort visualisiert, sind natürlich sehr viele, ist auch sehr dicht, aber wir können die Punkte über Polygon und Höhe wählen und dann Schritt für Schritt eliminieren, überspringen wir jetzt und dann bekommen wir ein bereinigtes Modell mit den Daten, die uns interessieren. Neu ist auch die Möglichkeit, dass wir, es ist noch immer sehr dicht, wir können da nicht reinschauen, wir können diese Punkte aber die Punktwolke aber teilen. Wählen die Punkte bis zu einer gewissen Tiefe an und damit könnte man die Punktwolke aufteilen in mehrere Punktwolken mit einer Geschosszuordnung, also pro Geschoss. In unserem Fall teilen wir die Punktwolke, blenden den oberen Teil aus und sehen schon in das Gebäudemodell hinein. Innen drinnen ist es sehr detailliert, da sieht man auch noch Personen im Gebäude, die haben den Weg vom Scannen nicht mehr rausgeschafft und ja, drehen das Ganze in die Seitenansicht und uns interessiert jetzt einmal die Höhe, weil wir haben mit einem Projekt gestartet und wissen nicht, wie hoch das Gebäude ist. Die Höhe kann man sehr einfach aus der Seitenansicht über die Punkte messen, öffnen unsere Projekteinstellungen, gehen in den Höhenschnitt und wir haben gemessen 3,25 Meter und ändern die Geschosshöhe für das Erdgeschoss auf 3,25 Meter. Der Höhenschnitt wird angepasst und schon sind die Projekteinstellungen in Übereinstimmung mit der Punktwolke gebracht. Jetzt können wir eigentlich beginnen zu modellieren. Als erstes natürlich sind die Außenwände interessant. Die Punkte werden mit präziser Genauigkeit angewählt. Man geht die Kontur nach und erzeugt so die erste Wand. Die Höhe übernimmt die Wand natürlich automatisch aus den Projekteinstellungen und passt somit automatisch zum Gebäudemodell. Darauf zeichnen wir nur eine Decke, schließen das Ganze, die Decke entsteht, übernehmen wir in das darunterliegende Geschoss. Auf der Fassade sehen wir auch noch die Punkte, die vom Fenster sichtbar sind. Einfach die Fenster in der Fassade zeichnen über das Rechteck und dann Schritt für Schritt an allen Stellen durchführen. Und so geht es weiter und so kommt man von der Punktwolke sehr einfach in ein 3D-Gebäudemodell, so wie man es mit der Leica-CAD gewohnt ist. Eine andere Art der Aufnahme, die auch sehr gängig ist und üblich ist, ist der Geometer, der vor Ort auf der Baustelle mit dem Theodoliten einzelne Punkte misst und diese Punkte dann genauso wie eine Punktwolke in eine Liste schreibt, allerdings mit viel geringerer Anzahl, aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Was hier neu dazugekommen ist, ist die Möglichkeit, diesen Punkten eine Information zu geben, eine Information, die vieles bedeuten kann. Das können eindeutige Nummern sein, das können Punkttypen sein, das können Beschreibungen sein. Wir können diese Daten jetzt übernehmen und zeigen das an einem kleinen Beispiel. Hier beginnen wir mit einem Katasterplan. Der Katasterplan zeigt hier zwei Punkte, die im 2D eingezeichnet sind. Und wir öffnen wieder eine Datei. In dem Fall gibt es mehrere, weil der Geometer hat diese in verschiedene
Bereiche unterteilt, zum Beispiel die Dachhaut oder Geländepunkte, Öffnungen, und wählen wieder eine aus, in dem Fall die Geländedaten, wählen die erste Spalte, beinhaltet die Nummern der Punkte und übernehmen diese. Da ist auch praktisch, wenn man für jeden Punkttyp eine eigene Farbe wählt. Wir können diese Information dann auch in der Grafik anzeigen. Damit kann man die Punkte leicht identifizieren und auch leichter fangen. Die gleichen Punkte kann man natürlich auch für ein Geländemodell verwenden. Hier wurde das Geländemodell erzeugt. Die einzelnen Punkte werden hier nach der Reihe eingeblendet und in der gleichen Weise, wie wir vorher gesehen haben, über diese einzelnen Punkte definieren wir nun das Gebäude. Und damit haben wir hier eine zweite Möglichkeit, auch sehr einfach mit den neuen Manipulationsmöglichkeiten von Punktwolken Gebäudemodelle nachzumodellieren. Gut, als nächstes darf ich Sie jetzt wieder bitten, die Brille aufzusetzen. Und mein Part, ich darf Sie ganz kurz nochmal darauf hinweisen, was Sie zuvor gesehen haben, war eine Punktewolke, was Sie jetzt gesehen haben, war eine Stereoprojektion, die wir aus EliteCAD generieren, mittlerweile in der neuen Version. Das heißt, was Sie da gesehen haben, war ein Modell, ein Projektmodell, das wir in EliteCAD generiert haben, entstehen haben lassen und dann mit einer Technologie, die das Stereo und das stereovisuelle 3D-Sehen ermöglicht, gerechnet haben, rausgerechnet haben. Jetzt ist das Modell aber natürlich eines, das erstellt werden muss. Das heißt, es kommt ja nicht von selber da rein. Wir haben es ja nicht reingeladen, wir haben es selbst entstehen lassen. Und mein Part soll es jetzt sein, mit Ihnen ein paar Schritte durchzugehen, wie man denn so ein Projekt entstehen lassen kann. Einiges davon wird Ihnen als Planer wahrscheinlich bekannt vorkommen. Ich nenne es einmal ganz salopp 1, 2, 3. Es klingt sehr einfach, ist es vielleicht ja auch, wenn Sie es gesehen haben, können Sie das gerne selbst beurteilen. Die ersten Schritte für dieses, für unseres Projekt, für unser Projekt, ist einmal zuerst Projektvorlagen zu verwenden, wenn möglich, den erspare ich mir, nämlich das Ganze bei Null zu beginnen. Und wenn ich das Glück habe, habe ich auch einen Geometer, der mir Daten liefert. Wie schaut es mit so einer Projektvorlage eigentlich aus? Wie kann ich das einfach und schnell erstellen? Mit einem Klick aus einer Auswahl, aus einer Projektvorlage in EliteCAD ist es sehr einfach möglich, einen Baucharakter, einen Charakter eines Objekts, eines Projekts zu wählen. Gebe einfach nur mal einen Namen ein, dahinter wird schon alles geladen. Ich muss dann nur mehr die Kennzahlen meines Projekts eingeben und habe sofort die Möglichkeit, in diesem Fall diese Charakteristik zu laden. Wir sehen hier rechts den bereits gängigen und sehr bekannten Geschossmanager. Ich habe Ansichten schon alle geladen, ich habe Schnitte, Layouts, ich habe alle Layer-Strukturen schon geladen. Alles das, was ich im Endeffekt dafür brauche, um sofort schnell zu arbeiten.
Vor allem dann, wenn es nur mehr darum geht, die Idee, die Sie haben als Planer, als Architekt und Planer umzusetzen und nicht mehr die Technologie. Wir laden einen 2D-Plan, juhu, es ist noch immer gängige Praxis, wir können immer noch Lagepläne in dieser Art laden. Wir legen hier ein paar Baukörper fest, machen das, was an und für sich normalerweise die erste Sache ist, also ein paar 2D-Konturen setzen, ein paar Massen zu evaluieren. Wir können aber jetzt sofort abgreifen, dass hier 589,50 sozusagen der Meter über Meeresniveaupunkte sind, wie wir als Projekt Nullpunkt anlegen. Das machen wir gleich mal wieder in den Projekteinstellungen, wie Sie es zuvor auch schon gesehen haben, einfach und schnell zu machen. Jetzt haben wir aber noch nichts gezeichnet. Wir haben 2D-Linien verwendet. Das ist im Grunde genommen nicht aufregend. Machen wir schon oder machen viele schon seit vielen Jahrzehnten. Wir machen das aber nur bis zum Schritt 3. Denn im Schritt 3 versuchen wir aus drei Punkten ein 3D zu machen und das 3D machen wir dann aus 2D-Konturen und versuchen es sofort in ein intelligentes erstes 3D-Massenmodell zu überführen. Das Ganze nochmal aufgetragen, das Ganze noch einmal dargestellt, nur haben wir jetzt ein paar Konturen nachgezeichnet, ein paar Bauteile, ein paar Baukörper festgelegt, gehen sofort in eine Datenbank hinein, die mir die Möglichkeit bietet, Wandstrukturen schon auszuarbeiten, Wandstrukturen, die ich mir vorher schon abgespeichert habe, zu verwenden, Deckenkonstruktionen zu nehmen, die alle schon nach den gängigen und modernen Technologien erstellt worden sind und auch weiter verwendet werden können. Ich nehme gleich einmal eine dreilagige Bemaßung mit unterschiedlichen Bemaßungscharakteren. Stellen wir mal gleich eine 21 cm in diesem Fall Versatzkontur ein, die mir schon die Decken nach innen versetzt. Das ist die Dämmstärke in diesem Fall. Wenn wir jetzt nichts anderes machen wie fünfmal klicken, ich habe es abgezählt, das sind wirklich fünfmal und zwar jeweils auf die jeweilige Kontur, dann ist das die Laufzeit, die es benötigt, um das erste Massenmodell aus einfachen 2D-Konturen entstehen zu lassen. Warum ist es wichtig, dass es schnell geht? Denn diese Massen sind ja jetzt schon Kubaturen. Ich kann ja jetzt schon umbaute Räume rechnen, ich kann jetzt schon andere Dinge, Kennzahlen des Gebäudes, Kennzahlen der Bebauung auch in diesem Fall schon ableiten. Wenn das geschehen ist, bin ich schon mit den drei Steps fertig. Das Modell ist aber noch nicht ansehnlich, es hat noch kein Design, es kann eigentlich noch nicht viel mehr als ein paar Kennwerte ausgeben. Also wäre jetzt es ganz gut, wenn ich zum Thema Gelände schon in der Lage wäre, nicht nur 2D-Konturen vom Geometer zu bekommen, sondern ich rufe ihn an und frage ihn, ob er mal in der Lage wäre, mir ein paar Daten nachzureichen. Das macht er und wir haben jetzt eine neue Funktionalität in Elitecad, die der sogenannte Multigelände oder den Multigelände-Modus erlaubt, dass ich, wenn ich schon 3D-Daten hätte, sie auch jederzeit erweitern und vervollständigen kann, indem ich mir neue Daten zuladen kann. Das heißt, ich kann mehr als ein Gelände erstellen, auch wenn es im ersten Moment nicht das Erste ist, woran man denkt. Ein 3D-Gelände zu laden war ja schon immer gängige Praxis in Elitecad. Durch das Laden einer 3D-Datei, einfach und simpel, einer ASCII-Datei mit wenigen Informationen, die notwendig sind, kann ich mir schon mein 3D-Gelände generieren lassen. Diese ASCII-Liste, wie man es nennt, ist eine simple Textdatei mit drei Zeilen. Nur wenn der Geometer im Nachhinein in der Lage ist, das nachzuliefern, auch für das Nachbargrundstück, dann kann ich in Elitecad jetzt neu in der Version 15 das Multigelände oder den Multigelände-Modus aktivieren und ab dem Moment kann ich zusätzliche Geländedaten eingeben oder einladen. Das kommt davon an, hängt davon ab und kommt darauf an, wie Sie es zur Verfügung haben. In diesem Fall laden wir das Umfeldgelände unseres Nachbargrundstücks oder der Nachbargrundstücke ein, weil wir sie nachgeliefert bekommen und aufgrund dessen beginnen wir langsam das Modell an das 3D-Gelände anzugleichen. Denn jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit zu evaluieren, wie ich meine Bebauung gegebenenfalls an das Gelände anpassen möchte. Wir treiben dieses Modell ein bisschen weiter, verändern die Baukörperstrukturen, ändern noch ein paar Ideen, haben vielleicht noch die Idee, dass da der Innenhof sich für was Neues anbietet, was vielleicht durchaus für die Bewohner ein spannendes Freizeiterlebnis sein kann. Wir treiben das ganze Modell ein bisschen weiter, machen immer mehr neue Überlegungen, setzen es Step by Step um, das Ganze durch die Zeichenmöglichkeiten und Funktionen, die Elitecad schon seit vielen Jahrzehnten ja auszeichnen. Wenn wir das Ganze dann einmal in diesem Punkt haben, verfeinern wir es noch weiter, indem wir jetzt schon anfangen, das Gelände zu manipulieren. Am Gelände arbeiten wir schon weiter und führen es jetzt auch schon in Details über. Wir machen schon Holzkonstruktionen, wir setzen all das an. Für all das gibt es Funktionalitäten in Elitecad, die nicht erst mit der Version 15 zur Verfügung stehen, sondern schon seit vielen, vielen Jahren unsere Kunden und Anwender glücklich machen.
Wenn wir das Modell jetzt fertig haben, ist es an und für sich ein fertiges Modell. Ja, ich weiß, in diesen paar Minuten, die ich Ihnen das jetzt zeige, ist es nicht realistisch. Das wäre aber auch nicht das, was mein Ziel war. Mein Ziel ist es, ein Modell zur Verfügung zu stellen, an dem wir etliche oder sehr viele andere Dinge dann noch ableiten und auch noch zeigen können. Denn dieses Modell soll nicht irgendeine Fiktion sein, es soll ein Modell sein, das wir selbst entwickelt haben. Ein Modell, ein Architekturmodell besteht immer aus intelligenten Bauteilen, wenn es sich um ein 3D-Modell handelt. Es gibt unzählige Arten, die wir mittlerweile sehr gut und sehr speziell und intelligent abdecken, und immer wieder bei neuen Versionen arbeiten wir an der Weiterführung von Funktionalität, und ich möchte es am Beispiel des Fensters bzw. der Öffnungen, Fensterelemente, Glaselemente oder auch Türen zeigen. In meinem Fall wäre es das Beispiel des Fensters. Wir haben da so ein 3D-Fenster dreidimensional geteilt. Wir rufen mal die Maske des Fensters auf und schauen uns mal an, dass sich da im Grunde genommen im ersten Blick nichts geändert hat. Nein, das ist nicht so, denn die kleinen Details machen es aus. Wir haben ein bisschen die Oberfläche manipuliert, wir haben sie etwas geordnet, haben versucht, neue Funktionalitäten in die Funktionalität des Fensters einzubringen. In diesem Fall wäre es die Verzahnung, wie man hier schon an der Grafik sieht. Also wie wir auch schon bei den Türen machen, wir das jetzt auch bei den Fenstern in der Version 15, dass wir in der Lage sind, das Fenster noch detaillierter darzustellen. In diesem Fall geben wir eine Verzahnung von 2,5 cm ein, haben hier die Kennwerte, die wir teilweise schon aus den vergangenen Versionen kennen, ergänzt um sinnvolle neue Einstellungen, die möglich sind. In weiterer Folge gibt es immer wieder den häufig formulierten Wunsch: außen und innen schaut mein Fenster anders aus. Außen ist es dunkelgrau oder anthrazit, innen ist es weiß. Jetzt können wir für die Außen- und Innenseite unseres Fensters unterschiedliche Farben oder Visualisierungsmaterialien wählen. In weiterer Folge können wir auch aufgrund der Verzahnung nun Fenstergriffe sinnvoll setzen. Das heißt, wenn ein Fensterrahmen innen breiter als außen ist, macht es Sinn, dann auch einen Fenstergriff zu setzen. Und jetzt ist dieser Fenstergriff verfügbar, aus einer Bibliothek wählbar oder auch vom Hersteller zu jedem Zeitpunkt downzuladen. Wenn wir jetzt hier diese Außen- und Innenseite noch unterschiedlich gestalten wollen, dann kommt das ja häufig vor, vor allem bei Eingangstüren, außen ein Knauf, innen ein Drücker. Das ist alles möglich, automatisch zu setzen nach Aufgerichtung oder an den Positionen, wo ich es gerne möchte. Besonders spannend wird es natürlich beim Fensterelement mit sehr, sehr vielen Teilungen, dann auch dort die Griffe zu wählen, wo ich möchte. Ein sehr intelligentes Management, die auch wieder zu löschen und nicht nur in irgendeiner Form zu setzen und dann nicht mehr weiterverwenden zu können, ist natürlich integriert. Materialien von Bibliotheksteilen, die wir setzen, kann man auch auf jedem einzelnen Objekt dann beliebig verändern. Wenn wir das Fenster jetzt in dieser Form schließen, dann sehen wir da schon etwas, das wir vorher noch nicht in der Form gesehen haben, nämlich, dass sich das Fenster jetzt schon manipuliert und verändert hat. Der Griff ist auch im 2D und 3D sichtbar, das muss ja auch so sein, frei wählbar. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist die Information, die auf Beschriftungen steht. Und da war es bis jetzt gängige Praxis, die gesamte Öffnung einer Fensteröffnung zu bemaßen, das heißt die gesamte Breite der Öffnung. Wir haben jetzt aber eine Möglichkeit geschaffen, um die Multitexte zu schaffen, wie wir es nennen manchmal. Das heißt, wir setzen für jeden Flügel, für jede Flügelöffnung auf Wunsch eine eigene Bemaßung, die dann zu jedem Zeitpunkt durch einen Klick veränderbar ist. Natürlich in den Parametersätzen der Fenster auch speicherbar ist. Das heißt, das stelle ich mir ein- oder zweimal in verschiedenen Varianten ein und dann kann ich dieses Fenster oder die gesamte Bemaßung dahingehend verändern. Entschuldigung. Wenn wir jetzt einen Schritt noch weitergehen, haben wir noch die Möglichkeit, und das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir in den letzten Jahren immer wieder versucht haben herauszufinden, muss man ein Fenster in verschiedener Art mit Schraffuren oder gegebenenfalls mit Öffnungswinkeln oder mit Stiften und Strichen in der Ansicht, im Grundriss darstellen. Wir haben viele Meinungen gehört und alle haben wir versammelt und jetzt haben wir gesagt, da machen wir alles individuell einstellbar. Jeder Flügel darf eine eigene Stift- und Stricheinstellung für den Grundriss haben, darf eine eigene Öffnung haben, einen eigenen Öffnungswinkel, darf sich nach außen oder innen öffnen lassen. Wir haben für jeden einzelnen Flügel einen Grundriss- und Ansichtsstift zu wählen, um es auch in der 2D-Planung richtig darzustellen. Was jetzt den ganz großen Vorteil hat, dass Sie wirklich als Anwender die freie Wahl haben, mit dem Fenster gestalterisch, vor allem für den 2D-Plan, zu machen, was Sie für richtig halten oder was technisch auch richtig sein muss. Ein Bauteil, der dazugekommen ist beim Fenster, auch wenn es das schon fast nicht mehr möglich ist, ist einer, der auch oft schon gewünscht wurde,
wir haben es jetzt geschafft, diesen Fenstersturz nicht nur beim Fenster, sondern auch als Türsturz bei der Tür, aber auch bei anderen Öffnungen einzusetzen. Das bedeutet, dass das ein Unterobjekt des Fensters geworden ist. Mit der Fensteröffnung ändert sich auch die Größe und Lage des zugehörigen neuen Sturzes mit Überlager und allem, was natürlich dazugehört, um es auch statisch richtig und technisch richtig darzustellen. Höhe, Breite, Versatz, alle relevanten Kennwerte sind natürlich verfügbar, genauso wie die 2D-Darstellung, wie die 3D-Darstellung. Und der Sturz nimmt natürlich auch die Farbe des zugehörigen Raums an, wenn er raumrelevant an der Oberfläche gesetzt wird. Ich könnte Ihnen jetzt noch ein paar mehr Dinge erzählen, aber auch meine Zeit ist ein bisschen limitiert, deswegen muss ich die Architekturbauteile wieder verlassen. Es gibt eine ganz große Anzahl an Veränderungen, die wir noch an den Architekturobjekten vorgenommen haben, aber gehen wir noch einen Schritt zurück, gehen wir weg vom 3D. Konzentrieren wir uns auf die Tatsache, dass es 2D-Pläne gibt und geben wird und noch lange geben wird, denn es ist eine Weisheit, die ich vor kurzem gehört habe von einem Baupolier, der gesagt hat, solange ich eine Schalltafel habe und solange es regnet, möchte ich kein iPad, ich möchte einen Plan, den kann ich mir auf die Schalltafel nageln und dann, wenn er nass ist, nehme ich mir einen neuen. Und solange wird es 2D-Pläne geben. Und ich glaube, dass das auch in vielerlei Hinsicht so bleiben wird. Also haben wir uns überlegt, dann geben wir Ihnen doch eine Möglichkeit in Zukunft, Ansichten noch schneller zu vervielfältigen mit all den Einstellungen und Intelligenzen, die schon ohnehin dahinter stecken. Also wir können jetzt sehr einfach an einem Beispiel darstellen, dass wir einen Schnitt, der zugleich eine Fassade, in dem Fall die Südfassade ist, als Kopie erzeugen, und zwar als 1:1 Kopie mit allen Informationen, mit der Verknüpfung zum Modell, mit allem, was dazugehört, und sie dann einfach durch Umbenennen in eine neue Fassade gestalten und auch in der Gestaltung bzw. in den Einstellungen komplett verändern können. Aber sie bleibt eine intelligente und mit dem Modell verknüpfte Ansicht. Das heißt, bei jeder Veränderung des Modells ändert sich auch ihre Gestaltung. Das Ganze könnte ich mit jeder Fassade machen, wie wir hier sehen, und dann könnte ich mir im Zuge dessen ja schon auch gleich einen Plot kopieren. Dann brauche ich ihn nicht neu erstellen. Also ich kopiere den Plot und setze auch dort dann schon die farbigen Ansichten auch automatisiert ab. Hat den ganz großen Vorteil, ich muss nicht mehr alles neu anlegen, ich muss es neu verknüpfen, ich brauche es einfach mit einem Klick sehr schnell vervielfältigen, mit allen Intelligenzen, die dahinter stecken. Das geht natürlich in jeden Plan, den Sie hier in der Ansicht auch schon erstellt haben, bis hin zum Schnitt. Beim Schnitt ist es besonders praktisch, denn wenn ich die Schnittlinie setze, wird sie automatisch im Modell gesetzt und dann brauche ich sie nur mehr in die Position verschieben, in der ich sie gerne lagemäßig hätte. Ein weiterer Teil, der immer häufiger und immer wichtiger wird, ist vor allem in dem Thema, das Sie vorher schon als Hauptthema, als eines der Hauptthemen gehört haben, nämlich Connectivity, sind Bibliotheksteile, Herstellerteile, Teile, die ich von außen bekomme, Teile, die ich mir selbst erstelle. Nicht alles muss immer von außen kommen. Auch selbst kann man sich natürlich Bibliotheksteile auch erstellen. Dafür braucht es aber ein besseres Management, und dieses Management haben wir schon damals gehabt, mit der Version bis zur Version 14. Jetzt haben wir es aber noch einmal so richtig angepackt und so richtig einfach zur Bedienung gemacht. Ein Teil, den ich mir vom Hersteller hole, aus welcher 3D-Datei auch immer er entstanden ist, hat derzeit keinerlei Intelligenz, keinerlei Möglichkeit, manipuliert zu werden oder versetzt zu werden. Ich setze jetzt einfach ein paar Kennwerte. Es ist für mich die schönste Wanne der Welt, und deswegen heißt sie jetzt auch so. Ich beschreibe sie mit den Abmessungen, gebe ihr noch eine Layer-Zuordnung, wie man hier sieht, gebe die Information, dass sie an den Fußboden anzupassen wäre, sprich, wenn sich der Fußboden manipuliert, manipuliert sich auch die Lage meiner Badewanne. Ich definiere einen Referenzpunkt, ich definiere ein Objekt, das heißt die 2D-Darstellung, automatisiert aus dem 3D-Modell, und einen neuen Platzier- und Tauschpunkt. Platzieren ist platzieren, tauschen ist tauschen, sagt schon der Name. Das heißt, ich gebe jetzt einzelne Punkte an und sage, das ist ein Platzierpunkt, da möchte ich gerne dann meine Badewanne gegebenenfalls wahlweise absetzen können, und beim Tauschpunkt möchte ich die Badewanne gern gegen eine andere Badewanne oder einen beliebig anderen Bauteil durch den Tauschpunkt 1 ersetzen oder durch den Tauschpunkt 2 oder dann durch den jeweilig gleichen numerischen Tauschpunkt. Jetzt speichere ich das Ganze schon in wenigen Schritten in eine von mir beliebige Datenbank, in einem Pfad, den ich mir dann in EliteCAD als Bibliothek verknüpfe, eine sehr gängige Arbeitsweise, die es auch schon seit vielen Jahren in EliteCAD gibt.
Der Vorteil ist jetzt der, durch das Erstellen wurde nichts anderes ausgewählt als Bibliotheksteil. Ich habe wirklich nur diese eine Badewanne als Bibliotheksteil festgelegt. Die Lage bleibt gleich und ich habe schon Platzierpunkte, ich habe Tauschpunkte und ich habe auch den Referenzpunkt markiert mit einer sehr eindeutigen, farbigen Darstellung. Jetzt habe ich das ein bisschen vorangetrieben und habe diese beiden hier oben auch schon als Bibliotheksteile definiert. Warum habe ich das gemacht? Denn in diesem noch etwas karg möblierten Badezimmer hätte ich jetzt gerne mal ein paar Möbeln drin, zumindest eines, und das wäre diese eine Wanne, die ich mir gerade vom Hersteller zum Bibliotheksteil gemacht habe. Ziehe diese Wanne bei Drag and Drop in Elitecut und habe dann die Möglichkeit, über diese Platzierpunkte auszuwählen, die ich zuvor definiert habe, wo ich denn jetzt gerne diese Badewanne gerne am Cursor hätte. Ich nehme diese, weil sie hat einen mittleren Ablauf, setze sie an der Wand ab und komme aber drauf, diese 200x100, die gehen im Budget nicht durch, das wird sich nicht finanzieren lassen, also wähle ich sie mal auf eine kleinere, 180 oder 190, die bleibt an der gleichen Stelle und ändert sich nicht mehr und ich muss die Platzierung nicht ändern. Das ist dann der sogenannte Platzierpunkt. Jetzt komme ich aber nach dem Vergeben der Lage drauf, dass diese Punkte vielleicht dann in diesem Fall gar nicht so besonders praktisch für mich sind. Da muss ich jetzt nicht den Bibliotheksteil neu definieren, sondern ich definiere diesen Bibliotheksteil um, indem ich die Platzierpunkte und die Tauschpunkte in diesem Fall an diesem einen Objekt sehr einfach mit einem Klick verändern kann, damit er diese Lage auch wieder bekommt, die er an dieser Stelle auch braucht. In den letzten 30 Minuten haben wir gesehen, wie ein Gebäudemodell entstanden ist. Wir haben uns aber aktiv noch keine Gedanken über den Informationsgehalt im Modell gemacht. Bis jetzt haben wir einfach nur geplant. Doch wie viel Information steckt eigentlich schon in unserem Modell? Wir haben eine Gebäudehülle, wir können Massen ermitteln, wir können Fensterlisten rausfahren. Alle Bauteile haben gewisse Eigenschaften, Attribute, und all diese Informationen sind automatisch im Planungsprozess entstanden. Alleine durch die Verwendung parametrischer Bauteile haben wir ein intelligentes Gebäudemodell geschaffen. Wir wollen unser Modell nun aber an Projektpartner und andere Gewerke weitergeben, zum Beispiel an Simulationssoftware oder an den Haustechniker. Und eine große Hürde bei der Datenweitergabe sind aber immer schlechte Modelldaten bzw. unzureichende Informationen im Modell. Und unser Ansatz und unser oberstes Ziel ist nun, im Planungsprozess die Möglichkeit zu bieten, so viel wie möglich uns alle benötigten Informationen ins Modell zu geben. Wir wollen eine verlustfreie Datenübertragung gewährleisten und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen alle Gewerke und Projektpartner fördern. Ein Schwerpunkt in Architektur 15 ist daher der Ausbau und die Erweiterung der Attributierung. Denn wir wollen schon bei der Planung mehr Informationen im Modell und somit einen einfacheren und effizienteren Open-BIM-Prozess. Wir haben in Elitecut Architektur 15 nun die Möglichkeit der freien Attributierung. Damit können alle Bauteileigenschaften, die bereits zum Planungszeitpunkt bekannt sind, direkt im Modell vergeben werden. Beispiele hierfür sind zum Beispiel der Brandwiderstand, der Hersteller, die Artikelnummer oder so weiter. Diese Informationen können nun mittels freier Attribute in unsere Bauteile vergeben werden. Natürlich zusätzlich zu all den Informationen, die ohne dies beim Planungsprozess bereits erstanden sind. Unser Anspruch ist es, so einfach wie möglich das I wie Information ins BIM zu bringen. Wie das konkret in der Praxis aussieht, schauen wir uns im CAD an. Ja, wir gehen wieder zu unserem Modell zurück und möchten jetzt einige Informationen in unsere Bauteile vergeben. Vielleicht fangen wir mit der Wand an. Selektieren das Bauteil und öffnen den neuen Eigenschaftsmanager. Man sieht schon hier, mit einem Klick kann man jetzt freie Attribute hinzufügen. Da geht dann ein Fenster auf und man sieht eine große Liste an vordefinierten Attributen. Das sind alles IFC-standardisierte Attribute, die kommen von der Building Smart und die können wir jetzt mit wenigen Klicks vergeben. Wir wollen zum Beispiel der Wand eine Feuerwiderstandsklasse geben, in dem Fall F90, und mit wenigen Klicks ist die Information am Bauteil. Im nächsten Beispiel wollen wir bereits mehr Informationen mit einem Klick vergeben. Das geht über sogenannte Datensätze. Auch die sind bereits vordefiniert von der Building Smart und sind IFC-konform. Gibt es die P-Sets, Property-Sets. Wir haben aber einen eigenen Datensatz, in dem Fall die Fensterelemente, und vergeben den Datensatz an das Bauteil. Sehen schon, es wurde eine Menge an Informationen generiert. Auch die Einheiten werden angezeigt, können das natürlich beliebig manipulieren. Analog dazu wollen wir auch Informationen an die Tür vergeben. Auch hier wieder Selektion und mit einem Klick wird der Datensatz hinzugefügt. Wir haben hierfür bereits einen Datensatz für die Türelemente angelegt, vergeben den noch
Und nachdem es sich um eine Innentür handelt, wollen wir die Feuerwiderstandsklasse auf F60 setzen. Die anderen Attribute lassen wir so, wie sie sind. Und der nächste Schritt wäre natürlich jetzt, die Attribute auf alle Bauteile zu vergeben. Wäre jetzt natürlich mühsam, das händisch zu machen, aber es gibt da natürlich eine bekannte Litikat-Funktion als Parameter übertragen. Auch das funktioniert für freie Attribute. Wir wählen hier einfach die Gruppe freie Attribute an, sehen, unsere Informationen sind vorhanden und möchten diese jetzt auf alle Innentüren vergeben. Das heißt nicht auf alle Türen, sondern nur auf die Innentüren. Über die parametrische Selektion suchen wir uns über die Breite von 96 die Innentüren und bestätigen die Selektion mit Selektieren. Und im nächsten Schritt werden wir sehen, die Informationen sind alle korrekt übertragen, die Türen sind markiert. Das betrifft jetzt aber nicht nur die sichtbare Auswahl, auch das gesamte Modell, also alles, was auch unsichtbar ist, hat jetzt die Information erhalten. Das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir in das erste Geschoss wechseln und dort eine beliebige Tür selektieren. Und wir werden sofort sehen, auch hier sind die Informationen bereits vorhanden. Also mit wenigen Klicks ist die Information im gesamten Modell vorhanden. Die Attributierung funktioniert nicht nur für Architekturbauteile, es funktioniert natürlich auch für Bibliotheksteile, wie wir es vorher gesehen haben. Wir möchten jetzt der Küche einige Informationen vergeben. Dazu möchten wir einen neuen Datensatz anlegen, den gibt es noch gar nicht. Den nennen wir Küchenbauteile und da sollen Informationen wie zum Beispiel Hersteller oder Artikelnummern vergeben werden. Die gibt es bereits vordefiniert als freie Attribute von der Building Smart, die können wir ganz einfach auswählen. Und dann möchten wir auch noch eine Information über die Arbeitsplatte mitgeben. Das gibt es jetzt aber noch gar nicht als freies Attribut und das müssen wir jetzt selber definieren. Mit einem Klick auf freies Attribut definieren können wir jetzt einen Namen vergeben. Der Typ vom Text reicht uns aus, wir wollen jetzt nicht mehr Informationen mitgeben. Bestätigen das und schon haben wir die Attribute angelegt. Wir können auch noch Standardwerte vergeben, also meistens sind die Arbeitsplatten aus Stein, können einen Hersteller vergeben, speichern das Ganze ab und schon ist das in der Datenbank gespeichert und steht allen Nutzern zur Verfügung. Über das Selektieren der Bauteile, auch über Multiselektion können wir jetzt die gewünschten Bauteile auswählen und den Datensatz entsprechend vergeben. Wählen wieder unseren angelegten Datensatz aus, die Küchenbauteile. Und sehen jetzt zum Beispiel die Artikelnummer, die ist natürlich abhängig vom jeweiligen Bauteil, die müssen wir einzeln vergeben. Wir können hier noch eine Artikelnummer reinschreiben und eine Beschreibung vergeben. Und wenn wir das Modell jetzt weitergeben, zum Beispiel beim IFC-Datenaustausch, werden die ganzen Attribute natürlich standardkonform mitgegeben. Ja, und so ist einfach und schnell mit wenigen Klicks mehr Informationen im Modell entstanden. Wo sind da unsere Informationen aber nun? Der Vorher-Nachher-Vergleich würde hier jetzt keinen Unterschied zeigen, obwohl wir wissen, dass mehr Informationen im Modell sind. Wir möchten diese nun natürlich aber auch auf unserem Plan sehen. Eine Lösung bietet in Architektur 15 der Attributstempel, der unsere Informationen auch grafisch darstellt. Genau, wieder zurück ins CAD und wir drehen uns jetzt in den Grundriss und möchten dort unsere Attributinformationen platzieren. So nehmen wir die neue Funktion Attributstempel und wählen jetzt einfach per Klick die gewünschten Bauteile aus. In unserem Fall sind das jetzt zwei Fenster, eine Innenwand und eine Außenwand und wir sehen sofort, die Informationen sind im Plan vorhanden. Wir haben eine Schallschutzklasse, wir haben einen Feuerwiderstand und einen U-Wert. Die Attributstempel sind parametrische Bauteile. Das heißt, wenn wir die auswählen, dann können wir die auch verändern. Es gibt schon vordefinierte Datensätze, zum Beispiel einen fünfzeiligen Stempel. Es wird sofort mehr Informationen angezeigt. Die Attribute, die hier angezeigt werden, sind aber gar nicht vergeben bei dem Bauteil. Das heißt, wir können den auch noch konfigurieren. Hier können wir einstellen, welche Attribute denn dargestellt werden sollen. Wir können eine Formatierung mitgeben. Im Hintergrund ist ein Bibliotheksteil geladen, der die Darstellung angibt. Ändern jetzt zum Beispiel die Sicherheitsklasse auf die Beschreibung. Aktualisieren das Bauteil, da braucht man keine Formatierung dafür. Aktualisieren das Bauteil und sehen schon, hier handelt es sich um eine Putzfassade. Die Information ist sofort im Plan. Ja, der Attributstempel ist parametrisch, das heißt, wenn wir die Hauptobjekte ändern, Beispiel das Fenster, wir ändern die Schallschutzklasse, dann ist die Information natürlich sofort aktuell auf dem Attributstempel. Hier ändern wir auf SK2 und wir sehen es, der Attributstempel ändert sich parametrisch mit. Das heißt, einmal abgesetzt, braucht man sich nicht mehr darum kümmern, die Informationen sind immer aktuell am Plan. Auch die grafische Darstellung kann angepasst werden. Wir selektieren den Stempel und wählen eine andere Darstellungsart aus und sehen, wir haben jetzt Symbole, grafische Darstellung und da sind eigentlich in der Konfiguration keine Grenzen gesetzt. Man kann Bibliotheksteile als Vorlage definieren
und das Ganze frei konfigurieren. Und auch im 3D stehen wir vor derselben Herausforderung wie zuvor im 2D. Das Modell besitzt mehr Informationen, die wir hier aber einfach für uns nicht sichtbar sind. Wir können nicht erkennen, welche Objekte welche Informationen haben. Der Wunsch ist also auch hier eine grafische Kontrolle. Und was Anwender bereits aus der Umbauplanung kennen, wo der Umbauplanungsstatus im Modell eingefärbt wird, ist nun auch für Attribute möglich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, die Attributvisualisierung in Architektur 15. Gehen wieder zurück in unser Modell und sehen schon, in der Grundrissdarstellung sind einige Objekte eingefärbt. Das ist die Darstellung nach Brandabschnitten. Jedes Bauteil, das einen Brandabschnitt definiert, ist jetzt rot eingefärbt. Der Rest ist in Graustufen dargestellt. Natürlich 2D- und 3D-Darstellung, beides möglich. Wie man jetzt sowas selbst konfiguriert, das sehen wir uns an einem Beispiel an. Wir öffnen eine neue Konfigurationsmaske, die Attributfarben. Und wir sehen schon, hier können wir für jedes Attribut für die Werte Farben definieren. Wir wählen jetzt zum Beispiel unsere vorher definierte Feuerwiderstandsklasse, das ist das Fire Rating, wählen das aus und können jetzt für jeden Wert, den das Attribut annehmen kann, eine Stiftfarbe konfigurieren. Zum Beispiel für den Wert F90 wollen wir eine rote Darstellung, können dann noch für F60 und F30 weitere Farben vergeben und für die Standardwerte oder für die Defaultfarbe möchten wir eine Graustufe verwenden. Bestätigen das Ganze mit OK. Jetzt hat sich noch nichts verändert. Natürlich ist es eine Ansichtseinstellung. Wir gehen auf die Modellansicht und wählen Ansicht ändern. Funktioniert natürlich auch für Schnitte und Planansichten. Stellen hier ein Farbe nach Attribut und können jetzt den Attributnamen wählen. In unserem Fall die Feuerwiderstandsklasse. Und müssen dann noch entscheiden, was passiert denn mit den restlichen Objekten. Ja, die wollen wir einfach nur in der Defaultfarbe, also in unserem Fall mit Grau, darstellen. Bestätigen das und sehen schon, das Modell wird entsprechend eingefärbt. Auch die Küche zum Beispiel, die ist jetzt in Grau, die hat die Information über die Feuerwiderstandsklasse nicht. Dadurch ergeben sich natürlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Wir könnten die Bauteile nach den Wohnungsnummern einfärben. Also jedes Top, jede Wohnungsnummer bekommt eine eigene Farbe zugeteilt. Natürlich auch in 3D möglich. So kann man ganz einfach auch prüfen, ob die Bauteile richtig zugeordnet sind. Also eine grafische Kontrolle, wie es bereits aus der Massenermittlung bekannt ist. Einfärben nach Geschossen. Jedes Geschoss bekommt eine eigene Farbe. Oder die Darstellung nach Wandtypen. Innenwand, Außenwand, beziehungsweise tragende oder nicht tragende Bauteile. Oder, wie wir es vorher gesehen haben, die Feuerwiderstandsklasse. Ja, und so einfach und so schnell kann man dann das Modell nach den entsprechenden Attributen einfärben. Unser jetziger Status: Wir haben unser Modell designt, Attribute vergeben und die vielen Anwendungsmöglichkeiten gesehen. Ein weiterer Schwerpunkt von Elintecal Architektur 15 ist die Connectivity. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet Vernetzung. Vernetzung der Menschen, der Werkzeuge und der Modelle. Das Ziel davon ist ein offener Datenaustausch und eine effizientere Zusammenarbeit mit allen, auch mit anderen Softwareherstellern. Je besser die Vernetzung, desto mehr Infos können über das Gebäudemodell transportiert werden. Und das Resultat davon ist ein noch effizienterer Open-BIM-Prozess. Für uns als Softwarehersteller bedeutet das, Schnittstellen zu unterstützen. Und genau das machen wir mit Architektur 15. Wir haben zahlreiche Anbindungen an Plattformen geschaffen, zusammengefasst unter dem Thema Connectivity. Ein Schwerpunkt davon sind die 3D-Plattformen. Die Präsentation von Immobilien läuft heutzutage nicht mehr nur über 2D-Pläne und die Ansprüche an die Planungen werden immer größer und höher. Somit ist es für Architekten und Planer wichtig, einen einfachen Zugriff auf Bibliotheksteile zu haben und diese effizient laden zu können. Die Lösung ist ein schneller Zugriff auf zahlreiche Herstellerplattformen. Wie unkompliziert und einfach das geht, schauen wir uns wieder in Elitecard an. Ja, wir fliegen jetzt über unser Modell und sehen schon beim Hinflug das Garagentor. Das sieht jetzt relativ einfach und schlicht aus und das wollen wir jetzt durch ein konkretes Herstellerbauteil ersetzen. Dazu drehen wir uns in den Grundriss und öffnen eine neue Werkzeugleiste. Sitzt da oben 3D-Plattformen, gibt es jetzt Zugriff zu den gängigsten Plattformen, schnell und effizient. Wir wählen das Beispiel Elitecard Parts, auch bekannt als Parts for Cut von Cadenas. Und das ist ein Online-Service mit tausenden von Herstellerdaten, Modellen, die wir ganz einfach runterladen können und in unserem Modell platzieren können. Wir haben uns vorher schon ein Bauteil ausgesucht, das können wir jetzt über die Suchfunktion nochmal öffnen und nehmen hier eine Schutztür, laden jetzt die
Konfiguration von dem Bauteil runter. Hier können wir jetzt alle möglichen Parameter noch frei wählen, also angefangen von der Höhe, die Breite, die Öffnungsrichtung zum Beispiel. Wir haben unten auch eine grafische Vorschau, hier kann das Modell noch frei bewegt werden. Wir möchten hier noch auf ein Flex-System ändern. Level of Detail kann eingestellt werden, also die Darstellungstiefe. Und mit einem Klick auf CAD übertragen wird jetzt das Modell vom Internet runtergeladen und hängt sofort bei uns in LibDecard am Cursor. Mit einem Klick wird es platziert in der Einfahrt und durch das Drehen ins 3D sehen wir sofort, das Bauteil wurde korrekt platziert. Sieht jetzt aber nicht ganz so aus, wie wir das konfiguriert haben. Also wir hatten ja so ein Lochblech oder ein Gitter. Klick aufs Bauteil, die Einstellungsmaske öffnet sich wieder. Wir sehen es hier, es war ein Gittersystem. Warum sieht das jetzt nicht so aus? Das ist einfach zu erklären. Wir haben den Detaillierungsgrad auf niedrig gestellt. Mit hoher Detaillierung hat das Modell natürlich mehr Daten. Dafür haben wir auch mehr Details im Modell. Ändern auch noch die Türöffnung und aktualisieren jetzt das Bauteil wieder mit einem Klick. Schon wird das Modell aktualisiert und wir sehen hier jetzt viele Details und haben mit wenigen Klicks ein Bauteil aus dem Internet geladen, frei konfiguriert und in der LibDecard platziert. Fassen wir also zusammen, wir haben ein Modell, Informationen und nun auch die passende Einrichtung. Wir wollen nun aber schon in der Planung eine Klassifizierung der Bauteile im Modell und mit wenigen Klicks. Dafür gibt es nun mit DBD BIM eine neue Integration in LibDecard. Es handelt sich um einen Online-Service für bauteilorientierte Grobkostenschätzung. Durch den Zugriff auf die DIN-BIM-Cloud und die STLB-Bauleistungen im BIM-Prozess haben wir den Vorteil, dass wir immer aktuell gepflegte Preise, speziell für den deutschen Markt, verfügbar haben. In Architektur 15 haben wir nun die Möglichkeit, direkt in der Planung in LibDecard zusätzliche Informationen im Modell zu vergeben. Ja, auch hier wieder zurück ins Modell. Und wir öffnen jetzt über die Werkzeugleiste eine neue Werkzeugleiste, und zwar die BIM-Werkzeuge. Hier gibt es das DBD BIM als Plugin zu öffnen. Das ist ein neuer Manager, man sieht es hier. Und da gibt es eine Funktion, die nennt sich Objekte bemustern, also Informationen an Objekte zu vergeben. Und die Funktion fragt uns jetzt, welches Objekt wollen wir denn bemustern? Wir nehmen als Beispiel das Fenster, selektieren dieses und es wird schon eine Vorkonfiguration geladen. Wir haben schon eine Breite, eine Höhe und könnten da jetzt frei Leistungen vergeben, Informationen vergeben, können aber natürlich auch schon vordefinierte Mustervorlagen hernehmen. In unserem Beispiel ist das ein Kunststoff-Alu-Fenster, wählen die zweiteilige Vorlage. Wer jetzt genau aufgepasst hat, sieht, das ist eigentlich ein dreiteiliges Fenster. Das müssen wir jetzt noch kurz nachjustieren. Man sieht hier, die Teiligkeit vom Fenster kann natürlich eingestellt werden. Wählen hier also die dreiteilige Variante. Ja, das Bauteil ist ein Außenbauteil, das können wir auch noch mitkonfigurieren. Und wir wissen in der Planung bereits, es soll ein bestimmtes Herstellerbauteil verwendet werden. Wir geben also hier an, dass es sich um ein Velux-Fenster handeln soll. Könnten natürlich auch noch Artikelnummern vergeben, das lassen wir jetzt aber und übernehmen die Parameter. Jetzt wird die komplette Konfiguration an einen Server geschickt. Dort wird ein Key erzeugt und der wird zu uns zurückgeschickt. Und der Key wird jetzt an das Bauteil geschrieben. Zweites Beispiel, eine Innenwand. Wir selektieren wieder das Bauteil, bekommen eine Vorkonfiguration und nehmen wieder eine Vorlage, die wir die BIM-Mustervorlagen. Und zwar haben wir hier eine Trockenbauwand, die ist beidseitig farbbeschichtet, wählen die Vorlage aus und mit einem Klick sehen wir, es sind schon eine Menge an Informationen geladen worden. Natürlich haben wir auch Informationen über Leistungen. Wenn wir jetzt oben die Leistungen öffnen, sehen wir, haben wir einen Einheitspreis von 114 Euro auf den Quadratmeter für die Region München. Das ist wichtig, wenn wir das jetzt umstellen zum Beispiel auf eine andere Region, zum Beispiel näher nach Österreich. Schauen wir mal, was es dort kostet. Nehmen hier den Landkreis Passau. Und dann sehen wir schon, der Einheitspreis ist um 20 Euro auf den Quadratmeter billiger geworden. Das sind natürlich andere Löhne, andere Kosten. Alles immer aktuell. Parameter übernehmen. Der Key wird wieder erzeugt, ans Bauteil geschrieben. Und natürlich der nächste Schritt ist jetzt, die Informationen an alle Bauteile zu vergeben. Auch hier wieder bekannte LibDecard-Funktion, Parameter übernehmen. Starten die Funktion, möchten das jetzt auf alle Innenwände vergeben. Selektieren das bemusterte Bauteil, übertragen den BIM-Key und zwar auf die Innenwände. Das heißt, wir brauchen eine parametrische Selektion. Wir wählen alle Wände mit der Gesamtdicke von 16, könnten hier auch die Wandart Innenwand nehmen. Das ist in dem Fall das gleiche Ergebnis. Selektieren und übertragen die Parameter und schon sind die Informationen im Modell. Kurze Kontrolle,
wieder Funktion Objekte bemustern. Wir nehmen jetzt eine beliebige Innenwand, klicken auf das Bauteil und sehen, die Informationen sind bereits vorhanden. Hier kann man jetzt natürlich beliebig schon in der frühen Planungsphase die Informationen vergeben. Der Datenaustausch über IFC gibt natürlich die Daten dann mit. Das heißt, in AFA-Systemen kann das frei ausgelesen werden. Wir haben nun ein BIM-Modell mit wirklich vielen Informationen. Wir haben Bibliotheksteile, Attribute und nun auch Preise. Wir möchten unser BIM-Modell natürlich mit diesen ganzen Informationen und mit so viel wie möglich Informationen weitergeben und damit zurück zur Connectivity. Der logisch nächste Schritt ist also die Weitergabe des Modells und der Datenaustausch im Format IFC4. Genau, wir möchten jetzt unser Modell weitergeben. Dazu wird die IFC4-Schnittstelle verwendet. Wir öffnen den Exportdialog, möchten das Modell auch vorher noch auswerten, also die Auswertungsdaten mit ins IFC schreiben. Nachdem wir mehrere Gelände im Modell haben, müssen wir jetzt noch eine Site festlegen. Auch das ist mit einem Klick erledigt und in wenigen Sekunden ist unsere IFC-Datei erzeugt. Kurze Kontrolle, ein unabhängiger BIM-Viewer, BIM Vision, Open Source Projekt. Wir laden das Modell in unseren Viewer, EliteCAD AEC Modell. Und in wenigen Sekunden ist das Modell auch fertig geladen. Wir sehen, optisch sieht es natürlich korrekt aus. Interessieren tut uns aber eher die Informationen in dem Gebäude. Wir wählen eine beliebige Wand und sehen hier, die freien Attribute, die sind alle korrekt übertragen worden. Neu in EliteCAD 15 ist auch die verbesserte Übertragung der Base Quantities. Beispiel Fenster. Auch hier sehen wir Schallschutz, Brandschutz, Sicherheitsklasse, all das wurde korrekt übertragen. Das heißt, das kann jeder jetzt in seiner OpenBIM-fähigen Software auslesen und verwerten. Base Quantities sind mitgegangen und natürlich auch der BIM-Key, also die Konfiguration des Bauteils, wurde auch korrekt übertragen und kann jetzt von AFA-Systemen zum Beispiel ausgelesen werden. Wir haben unser Modell nun also exportiert und fangen an, es zu verteilen und weiterzugeben. Stehen jetzt aber vor der Herausforderung, dass wir viele Rückmeldungen und Änderungswünsche aller Projektbeteiligten erhalten. Es gibt aber keine zentrale Dokumentation der Wünsche und Probleme und die Kommunikation via E-Mail ist meist verlustbehaftet oder ineffizient und der Wissensstand aller Beteiligten ist meist unterschiedlich. Wir haben in Architektur 15 auch hierfür eine Lösung geschaffen und zwar mit der Anbindung an die Plattform BIM Collab. Es ist ein cloudbasiertes Werkzeug, um Probleme übersichtlich zu dokumentieren und das direkt integriert und voll vernetzt in EliteCAD. Wieder zurück zum Modell. Wir öffnen jetzt den neuen Manager oder das Plugin BIM Collab und sehen sofort, es gibt schon einige offene Punkte, genannt Issues für unser Projekt. Zum Beispiel hier, die Fluchtwegskennzeichnung ist noch ausständig. Mit einem Klick auf den Punkt wird auch die entsprechende Kameraposition geladen. Wir sind schon beim offenen Punkt. Hier ist ein Kommentar, das wurde bereits mit dem Elektriker abgesprochen, wird morgen erledigt. Jetzt können wir noch weiter kommentieren und wir bedanken uns für die Info. Können natürlich auch benachrichtigen, also wir möchten jetzt den Herrn Gattringer davon eine Nachricht schicken. Mit einem Klick wird das Projekt wieder synchronisiert und alles ist für alle Projektbeteiligten zugänglich. Suchen jetzt nach weiteren Fehlern und müssen nicht lange suchen, finden schon einen Planungsfehler. Ein klarer Fall vom Pfusch am Bau oder in dem Fall Pfusch in der Planung. Hier steht die Lamelle in die Fensterbank, das müssen wir natürlich sofort dokumentieren, wählen das Bauteil, dadurch die Verknüpfung zu IFC und legen einen neuen Dokumentationspunkt an, ein Issue. Dort können wir einen Titel festlegen, also muss noch geändert werden. Wir können dort einen Typen festlegen, in dem Fall ist es ein Konflikt. Und der Meilenstein für uns ist die Einreichung, bis dahin muss das korrigiert sein. Ja, die Priorität ist natürlich sehr kritisch, das muss sofort geändert werden. Weisen es dem zuständigen Planer zu, in dem Fall dem Herrn Soubier. Die Frist setzen wir auch noch und fügen noch eine Beschreibung hinzu. Im Hintergrund wurde bereits ein Screenshot erzeugt, auch das wird mitgespeichert mit dem Issue. Und am Schluss definieren wir noch, wen wir benachrichtigen wollen, natürlich den Planer, den Herrn Soubier. Speichern das Ganze und nachdem das ein sehr wichtiger Punkt für uns ist, fügen wir das noch zu unseren Favoriten hinzu. Und ein Klick veröffentlicht das neue Issue, das heißt, es steht allen Planungspartnern und Projektpartnern zur Verfügung.
BIM Collab ist eine Cloud-Plattform, das heißt, da kann man auch über einen Webbrowser reingehen. Ist nicht limitiert auf Geräte, also es funktioniert genauso gut auf deinem iPad oder auf einem mobilen Gerät. Hier sehen wir bereits das Issue, eine Projektübersicht, wo die offenen Punkte gegliedert sind nach Bereichen, nach Prioritäten, nach Typen und weiters verfügbar eine Liste mit allen offenen Punkten. Dort kann man auch filtern nach den gewissen Kriterien, zum Beispiel nach den eigenen offenen Punkten. Auch hier sehen wir, es gibt einen Punkt, der ist mir zugeordnet. Die Parkplatzeinteilung ist noch nötig, also die Zuteilung zu den Tops. Wissen, das muss noch mit dem Bauherrn abgesprochen werden, kommentieren da einen Satz dazu und speichern das Ganze ab. Natürlich dann mit dem Speichern ist es sofort wieder für alle Beteiligten verfügbar. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in Analytica, sehen wir, auch dort ist das Issue sofort wieder verfügbar. Und so kann einfach und schnell die Dokumentation am BIM-Modell erfolgen. Und wichtig, die Plattform ist unabhängig vom Hersteller. Das heißt, jedes CAD-System, das eine BIM-Collab-Schnittstelle hat, kann diese Issues auslesen, auch wenn sie in Analytica erstellt wurden. Issue wurde bereits bei mir am Mobiltelefon, es hat bereits lautlos vibriert. Also ich muss mich dringend darum kümmern, dass das bald erledigt wird. Es ist mir irgendwie passiert in der Hitze des Gefechts. Ich habe aber auch in diesen Issues etwas gesehen, was das Thema Auswertung betrifft. Und zwar ist da ein Satz gestanden, Philipp Gattringer, errechnen Sie den Bruttorauminhalt. Naja, errechnet ist er ja relativ einfach, in großen Zahlen, viele Formeln ausgezeichnet. Jetzt haben wir uns aber überlegt, dass wir vielleicht ein bisschen helfen sollten dabei, solche Bruttorauminhalte etwas plakativer darzustellen. Und zwar indem wir, wie Elitecard üblich, mit grafischen Kontrollen und grafischen Massenermittlungen arbeiten. Wie kann das funktionieren? Ja, wir starten eine Auswertung von Elitecard, wie sie üblicherweise ja schon jetzt möglich ist. Und in dieser Auswertung wird einfach auch unter anderem der Bruttorauminhalt berechnet. Das war bis jetzt ja schon immer so. Nur ist ein Bruttorauminhalt ein sehr komplexes Gebilde und bedarf auch eines sehr komplexen Berechnungssystems, aber wenn man es grafisch sehen kann und sofort kontrollieren kann, ist es wesentlich vertrauenswürdiger, was die Software hier an großen Berechnungen vornimmt. Wenn man sich den Bruttorauminhaltbericht anschaut, ist er nicht so grafisch aufgelöst. Das kann auch nicht sein, denn es ist eine Berechnung, die aus sehr vielen Formeln und sehr vielen Teilflächen besteht, aber sie ist grafisch nachvollziehbar, wie es in Elitecard ja üblich ist. Jetzt haben wir vorher von Attributen und Objekteigenschaften gehört. Das ist eine Vielzahl an Informationen, die in Zukunft in die Objekte kommen werden. Wir werden die jetzt auch in Reports ab sofort auswerten können. Das heißt, wir können für jedes Objekt alle Attribute frei, aber auch Auswertungsattribute ohnehin schon in Reports auswerten. Zusätzlich sind diese Objekte auch noch in der Lage, also diese Objektinformationen raumbezogen zu sein, Einrichtungsgegenstand bezogen, also all diese Dinge, die man heutzutage braucht, um diese Attribute dann auch in einem für uns recht üblichen Excel-Report darzustellen. Zum Thema Connectivity möchte ich auch noch ein paar Kleinigkeiten dazu sagen. Und zwar, ich komme ein bisschen von der gestalterischen Seite, mir ist ein bisschen das Design wichtig, aber die Informationen unbestritten auch für die Zukunft ein ganz wichtiges Thema. Aber ich habe unter das Thema Connectivity auch noch einen kleinen Ausflug mit Ihnen vor, und zwar Connectivity in eine ganz andere Richtung, nämlich in Kostenermittlung, aber auch im nächsten Punkt werden wir gleich sehen, dass das auch grafisch passieren kann. Denn wenn ich jetzt mir anschaue, dass dieses Teil gerade nicht startet, jetzt startet, danke, dann kann ich bei Drag and Drop in eine Software, eine AVA-Software zur Kostenermittlung, das 3D-Modell als IFC oder nativ Elitecard importieren. Das ist ein Softwarepartner aus Deutschland, die Firma G&W, die das Produkt Kalifornien entwickelt, gemeinsam mit uns diese BIM-to-AVA-Schnittstelle entwickelt hat, schon vor einigen Jahren. Wir möchten jetzt nur noch mal zeigen, dass dieses Modell auch eine Wertigkeit hat, die außerhalb von Plattformen passiert, nämlich ein noch klassischer Software-zu-Software-Weg. Wir sehen hier, dass auch grafische Ermittlung durchaus mit rechnerischen Formeln harmonieren kann. Wir sehen ja, diese Wand würde jetzt, wenn Preise hinterlegt sind, wie wir ja auch in zuvor gesehen haben, auch hinterlegbar sind, kann ich schon hier in diesem Fall auch diese einzelnen Objekte berechnen. Automatisierte LV-Erstellung ist ebenfalls ein ganz moderner und gegenwärtiger
Zustand einer modernen AVA-Software. Wenn wir hätten jetzt einen errechneten Preis in etwa mit den hinterlegten Preisen von knapp 3 Millionen Euro, ich glaube, ich bin da ein bisschen über Budget gewesen, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist es ja realisierbar oder wir finden noch einige Dinge, die wir vereinfachen können. Zusätzlich nach den jeweiligen Normen DIN und ÖNORM natürlich auch die Erstellung der Leistungsverzeichnisse inklusive der Texte und den zugehörigen Positionen relativ einfach und schnell. Wir übernehmen die Massenermittlung, andere Partner übernehmen die Kostenkontrolle, weil das ist etwas, was miteinander harmonisieren kann. Wir können nicht alles können, wir wollen nicht alles können, wir wollen das tun, was wir tun, am besten tun, das ist unser täglicher Ansporn. Was wir auch nicht immer als Marktführer tun können, ist visualisieren. Und deswegen gehört zum Connectivity auch, sich Partner zu suchen, die am Visualisierungssektor ihre Arbeit jeden Tag besonders gut machen. Da könnte man auch die Connectivity außerhalb der Information durchaus auch für Visualisierungen verwenden. Wir tun das mit der Version 15, indem wir auf Knopfdruck in eine Software exportieren. Das ist die Software Lumion. Das ist eine Software, die ohne eigenem Lernen, sagt man so schön, bedienbar sein soll. Das ist eine Eigenkreation des Herstellers, aber ich glaube, dass das durchaus der Wahrheit entspricht. Wir schreiben über die Lumion-Schnittstelle das Projekt raus. Das ist jetzt eine Live-Demonstration, rechts unten und ganz am Boden sieht man den Balken. Also das ist wirklich die Zeit, die so ein Export dauert. Es ist nicht sonderlich zeitaufwendig. Die Datei ist erfolgreich erzeugt, wird dann in eine Software, in diesem Fall Lumion, importiert und könnte dann in der weiteren Folge mit relativ wenig Zeitaufwand so aussehen. Und das schaut dann natürlich etwas ansprechender aus und passiert genauso in Minuten. Das heißt, das Ganze passiert ohne großem Wissen und ohne großem Lernen, denn das Modell erstellen wir. Das erstellt dann einfach eine Software, die dafür ihr Tageswerk macht. Wir können die Information ins Modell bringen, wir können das Modell auch gut visualisieren, wir können das auch sehr gut, aber nicht in dieser Qualität. Also suchen wir uns Partner und Seilschaften und das könnte noch am Schluss vielleicht das schöne Bild der Konnektivität sein, aus meinen Worten gesprochen, ohne mit Kollegen zuvor abgeklärt zu haben. Connectivity, ein Key-Feature der Version Elitecard AIR15. Doch wir wollen jetzt noch einen Schritt weitergehen. Ein 3D-Gebäudemodell ist vielseitig verwertbar, auch abseits des Planungsalltags. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Menschen sind situationsbedingt dazu zurzeit auch genötigt, sich stärker miteinander zu vernetzen. Wir kennen das vielleicht, Homeoffice, Meetings, Telekonferenzen, Chats etc. All dies sind Werkzeuge, welche in der letzten Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und auch Elitecard geht diesen Weg. Collaborative BIM, das Kollaborieren, das Zusammenarbeiten, das Zusammenspiel von mehreren Personen gleichzeitig live im und am gleichen Gebäudemodell an verteilten Standorten. Und das Ganze mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und natürlich auch Kostenreduktion. Alles, was Sie jetzt in den nächsten paar Minuten sehen werden, wurde live in Elitecard aufgezeichnet. Es zeigt Situationen, wo verschiedene Partner miteinander kollaboriert haben, zusammengearbeitet haben, auf verteilten Systemen, jeweils in Elitecard mit verschiedenen Eingabegeräten und zwar alles gleichzeitig live im und am selben Gebäudemodell. Es zeigt eine Situation, ein Kunde mit Kaufinteresse einer Immobilie kommt zu einem Makler unserer Xeo. Die Xeo empfängt den Kunden, führt ihn in das Gebäude hinein. Wohlgemerkt, dieses Gebäude befindet sich in der Planung. Es ist nicht realisiert, alles rein virtuell. Trotzdem kann sich der Interessent schon am eigenen Körper davon überzeugen, ob ihm diese Immobilie gefallen könnte oder auch nicht. Sie gehen durch den Eingangsbereich in die Wohnung hinein. Der Blick öffnet sich in den interessanten Teil dieses Planungsprojekts, dieses Planungsvorhaben, der Innenbereich mit Unterhaltungscharakter, ein großer Pool, natürlich das Hauptaugenmerk dieses Projektes. Xeo zeigt dem Interessenten alles, was es hier zu sehen gibt, führt ihn auch gleich wieder hinein
in die eine Wohnung, um die es hier bei dem Verkaufsgespräch, bei der Präsentation geht. Der Kunde hat ein paar Wünsche, könnte man vielleicht nicht nur einen anderen Belag in die Planung aufnehmen. Natürlich auf Knopfdruck live und interaktiv wurde diese Änderung gemacht. Alle Personen haben die Änderungen miterlebt am eigenen Körper. Interaktives Änderungsmanagement live und das an verteilten Standorten. Ein weiterer schöner Punkt hier in dieser Wohnung ist der Ausblick durch dieses eine Fenster hier. Der Kameramann schwenkt gleich mit, das ist die dritte Person bei dem ganzen Netzwerken hier. Und unsere Xeo findet natürlich auch gleich wieder den Fusch am Plan in diesem Fall. Aber kein Problem, BIM-Collab-Issue wird sofort von unserem Kameramann angelegt, dokumentiert. Und unser Planer in dem Fall, Herr Xavier, hat auch gleich die zweite SMS, glaube ich, erhalten, dass das morgen gleich in der Früh korrigiert wird. Alle sind zufrieden, alle sind gut aufgehoben und die Reise geht wieder raus aus dem Gebäude. Das war jetzt ein Use Case, ja, eine Immobilienpräsentation. Natürlich sind viele andere Live-Use Cases denkbar, sei es in der frühen Planungsphase, ja, der Bauherr in Kombination mit dem Planer interaktiv den Fortschritt des Projektes sich anzusehen, kollaborative Umbauplanung, aus alt wird neu. Oder wenn es auch darum geht, Facility Management, ja, das Weiterführen des Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus eines Modells hinweg, dann wirklich nachzusehen, wie das Gebäude geplant wurde. Alle sind zufrieden, Xeo ist auch zufrieden, bedankt sich, verabschiedet sich, hat den Deal in der Tasche, ganz einfach und spielerisch, so wie es in Elite üblich ist. Lassen Sie mich noch kurz den heutigen Abend zusammenfassen. Ich glaube, wir haben gerade in dem Outro gesehen, es gibt noch viel mehr Erweiterungen, viel mehr, die wir in der Kürze der Zeit nicht präsentieren konnten. Über 150 Erweiterungen der neuen Version EliteCAD Architektur 15. Ganz ein wesentlicher Punkt ist das I, die Information im Building Information Modeling, mehr Information. Aber für mich persönlich sind in dieser Version zwei Schwerpunkte ganz wesentlich. Punkt 1, das ist die Connectivity.
Connectivity, das spricht die Vernetzung mit der Welt, mit den Menschen und mit den Personen und den Produkten, um einen noch effizienteren, offenen Datenaustausch zu gewährleisten und das im Hintergrund von einer immer rascher und schneller voranschreitenden Globalisierung und Digitalisierung. Und das ist zweitens die Usability, nämlich das einfache Arbeiten, die vielen täglichen Arbeitsabläufe, die noch viel effizienter und rascher von der Hand gehen. Das ist immer unser Schwerpunkt und das wollen wir Ihnen erleichtern, nämlich die einfache Täglichkeit, die tägliche Arbeit. Und das ist auch unser Ziel und unser Motto. Mit keiner anderen Architektursoftware ist Architekturplanung so schnell, so einfach und so effizient möglich wie mit EliteCAD. Und das Ganze ist nur möglich, weil so viele Menschen daran beteiligt sind. Es beginnt mit Ihnen, liebe Kunden und Partner, die uns täglich eigentlich Feedback geben und Informationen geben und Rückmeldungen geben. Und es beginnt mit den Menschen, die dieses Programm entwickeln und den Menschen, die das zu Ihnen bringen, die das nach außen tragen. Bei all diesen möchte ich mich bedanken, sehr herzlich. Und ich möchte auch mich bei den internationalen Gästen bedanken. I would also like to say thank you for coming for our English-speaking guests. There will be an English translation afterwards and thank you for the international resellers for watching here. Und danke auch an das Team, das diese Veranstaltung organisiert hat. Und ich möchte auch das Team jetzt auf die Bühne bitten und mich einmal noch einmal sehr herzlich bedanken. Danke für die Aufmerksamkeit. Kommt bitte zu mir raus.